Und zurück zu Alone in Darkness. Ich habe jetzt nachgesehen. Ich habe jetzt nicht auf meinen Schwierigkeitsgrad gefunden. Das ist schwierigkeitsbasierend. Wir stellen einfach leicht ein. Ich mag eigentlich nicht mehr. Und jetzt müsste bei den Bildern eine Beschreibung stehen. Deutscher Philosoph, genau. So wie ich es gesehen habe. So. Und ich habe auch gleich gesehen, wie er das macht, von dem ich das gesehen habe. Habe ich mir aufgeschrieben, wer das alles ist, weil ich weiß die Hälfte nicht, interessiert mich eigentlich auch gar nicht, um ehrlich zu sein. Mal hier hin. Jetzt geht schon alles viel leichter. So. Begründer der modernen Malerei, Vincent van Gogh. Und Physiker war Albert Einstein. Nein, das war nicht. Steht hier auf meinem Katalog. Mein Zettel. Nein. Wer ist das? Britischer. Keine Ahnung. Deutscher Philosoph? Nein. 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 Ja. Einstein. Friedrich Nietzsche. Was hat er gemacht? Ist egal, den lassen wir mal aus. Viertens war Martin Luther. Der Reformation habe ich hier stehen. Irgendwas mit Reformation also. Was? Nein. Das da. Ich mach's jetzt einfach gleich wie der Typ da. Warte. So. Das hier hin? Gut. Dann. Was ist das? Dann der Mathematiker war Galileo, glaube ich, keine Ahnung, ist mir eigentlich auch egal, was der war. Dann kommt Napoleon, das war dieser Franzose. Kommt das, ja genau, hier hin. Das war das hier, ne? Nein, natürlich nicht. Genau, das war Napoleon. Das hängen wir gleich hier hin. Charles Darwin. Natur. Habe ich hier stehen. Toll. Jetzt habe ich den einen Bug ausgelöst. Jetzt fehlt ein Bild. Super. Und jetzt ist alles wieder durcheinander. Toll. Wahnsinn. Ich bin ja so frustriert. Nee, warte, das stimmt ja. Ich bin wirklich frustriert. Wo haben wir es? Okay. Gut.
Dann den Begründer der modernen Malerei, Vincent van Gogh. Gag-Kunst. Der Physiker war Albert Einstein. Ah, das stimmt sogar. Reformation war Nummer 4. Ja, was ist Reformation? Genau. Dann kommt Galileo. Das war dieser Mathematiker. Dann kommt Napoleon, der Franzose. Das da genau. Ist ja auch ganz lustig und so. Der französische Staatsmann und Feldherr ist ein Baum auf diesem Bild. Das muss auch mal erstmal einleuchten. Ist jetzt schon wieder ein Bild weg. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay. Bis gleich, Leute. Ich werde dieses Rätsel jetzt einfach rausschneiden. Also, damit meine ich aus dem Spiel rausschneiden.